Hallöchen, da ist der Gusor. Und zwar möchte ich gerne jetzt mal pushen. Und zwar Kasernen pushen. Und Dunkle brauche ich nicht. Das pushe ich auch noch. Und meine Queen wird auch noch gepusht. Und dann schauen wir mal, was da geht. Weil Ziel sind. Oh, ja, was sind Ziel? Was setze ich mir als Ziel? Also 25. 1000 D-Elex möchte ich am Ende haben. Und bei den Mauern weiß ich noch nicht. Also ich, ja, jetzt werde ich erstmal wieder Gold für den Luftfeger auf 5 machen. Dass ich den noch hochziehen kann komplett. Und dann sollte das passen. Nebenbei bin ich hier noch in dem Clan. War eine coole Nummer hier, auf jeden Fall. Dann bin ich erstmal dort wieder raus. Ah, okay. Da geht es darum, da sind alle willkommen. Ab Rathaus 4, 400 Pokale mit What the Fuck Base, mit Town Hall Rusher. Einfach alles. Und zweite Accounts sind schon ein paar dort drin. Okay, ja, läuft. Also in Keep Calm 2 dürft ihr da gerne reinkommen für die, die gerusht sind und WTF-Basen haben. Wir schauen, was wir machen können. Wir haben ja jetzt ein straightes Ziel vor Augen. Ah, hier mit dem Alex wäre schon ziemlich geil. Und das D-Alex ist auch da. Also es ist jetzt nicht so mega wenig. Deswegen greifen wir den an. Ein paar Boogies hier am Start. So, und jetzt gegenüber dem anderen Video, was wir hier gesehen hatten zuvor, die Mauerbrecher und dann die Riesen. Ah, okay, jetzt sehe ich hier, die haben keinerlei Verteidigung. Ich meine, ich habe ja jetzt auch die Heal-Spells gerade nicht bei. Muss ich natürlich jetzt gucken, dass die CB nicht komplett geröstet wird. Also nicht die CB komplett meine Truppen röstet, so. Komme ich da nicht rein? Na, ich wollte schon sagen. So, jetzt die Riesen reingeballert hier. Aber nur die Riesen halt, also klar, die machen Death. Die tanken halt ordentlich. Aber so richtig Schaden machen die natürlich nicht. Und deswegen muss man natürlich schon gucken, wo kriege ich dann irgendwas her, was mir meine Def noch macht. So, bitte bleibt da. Nein, nicht vom Magierturm killen lassen. Ja, genau, bleibt da schön stehen. Und mach schön das. Ha, sehr geil. Hier guckt's euch an. Und er macht schön das D-Alex leer. Naja, will ich sie gar nicht haben. Die sollen sich mal schön das Alex ziehen hier. Ist aber auch längst nicht so gelaufen, wie ich es haben wollte. Auf keinen Fall. Die gehen da rein, klar, logisch. Machen dann das noch, werden aber vom Magierturm garantiert geplättet. Ich meine, gab ein bisschen was, ist aber auch nicht viel. So, jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt disconnecten würde, würde er das weiterzählen, aber egal. Ich schneide das einfach raus und dann gucken wir, was dabei rumkommt. So, und jetzt haben wir es. 30 Sekunden sind nur noch da. Er hat wirklich das komplette D-Alex gezogen. Und dieser eine Bogi ist also wirklich der Held des Tages. Der hat mir einfach mal die 600 D-Alex gebracht. Einwandfrei. Sternchen habe ich ja auch. Somit kriege ich noch ein paar Pokale. Einwandfrei. So, jetzt mache ich was ganz Schnelles. Und zwar nehme ich jetzt mit meinem zweiten Account, den ich ja hier als Anführer, glaube ich, im Clan habe, dass ich wieder reinkomme, mache ich den Clan ganz kurz auf. Und gucke, ob ich dann reinkomme, ob das passt. Ich gehe mal wieder Lesezeichen, zack, beitreten. Ja, okay, so, dann beitreten. So schnell geht's, wenn man zwei Accounts hat. So, dann gehen wir jetzt wieder anpassen. Weil das halt echt mega nervt, wenn man teilweise dann da sieht, oh ja, Mist, ich komme nicht rein. Und dann wird es weiter gerusht, gefarmt. Okay, das ist jetzt aber alleine vom Loot her nicht so der Bringer. Und dann sogar noch mit den Truppen. Ich meine, klar, Meister 2, logisch, da ist dann schon anders, ganz klar.
Aber ich meine, Go Wipe kostet halt auch. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Man muss halt gucken, wo die Kohle bleibt. Ich meine, cool, dass ein Inferno gekillt wurde, auf jeden Fall. Und jetzt ist aber dann Time Running Up und das war's. Ich meine, klar, ist ein gewonnener Kampf, auf jeden Fall. Zweiter Skip. Linus Boss sagt mir auch was. Ich glaube, den sollte ich mal checken irgendwann, oder? Läuft bei ihm auf jeden Fall. Ja. Ja, den hätte ich, so einen hätte ich auch gerne wieder. Auf jeden Fall. Sehr geil. Und dann noch kurz Queen gezündet. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich sollte den mal checken. Gucken wir mal rein. Ja, ist hier viel los. Das stimmt wirklich. Also im Gegensatz zu... Alter. Männlich, Alter, männlich für 101. Alter, läuft. Für 101. Also ja, super. Super toll. Alter Verwalter, da bist du noch um einiges besser, würde ich sagen. Also alleine hinter den Mauern, dann King eben auch auf 15 schon. Alter Vater. Nice. Sehr nice. Und auch gut, ja, gut gestellt auf jeden Fall. Respekt. Zieh die Bora noch hoch. Zieh die Bora wirklich noch hoch, da machst du noch wirklich einen Unterschied. Aber echt, Queen auf 9, Queen auf 11, King auf 15. Richtig, richtig geil. Jetzt gucken wir mal, was meine. Ja, geil, weiter geht's. Da muss ich jetzt erstmal, aber sogar beim zweiten Skip so eine Truppen, beziehungsweise so einen Angriff zu haben. Richtig geil. Ah, auch nett, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir zu verteilt. Ist mir wirklich zu verteilt. Dunkles, klar, ist okay, aber. Nee, da nehme ich einfach nur das Rathaus weg. Wäre das jetzt ein Champ gewesen, wäre das noch richtig cool rausgekommen, na. Da hätte ich noch ordentlich Loot-Bonus gehabt. Gucken wir mal weiter. Na, nix. Nix, nix, nix. Nee, auch nicht. Das ist nichts. Aber wie gesagt, also ich denke mal, 25k sollte man auf jeden Fall schaffen in 2 Stunden. Na, ne, Tauner, nee, darauf lasse ich mich nicht ein. X-Bone 3 daneben, nee, auf keinen Fall. Ja, schön inaktiv, auf jeden Fall. Aber zu wenig Loot. Wenn ich überlege, was meine Truppen kosten, dann ist das ein Trampeln auf der Stelle. Alex, komme ich. Ah, 600. Hätte er jetzt gesagt, 1600. Da hätte ich gesagt, gut, okay, komm. Den nehmen wir uns mal. Ich schieb mal gerade, mir fällt gerade ein hier. So ist es, glaube ich, besser. Ja, hier ist es relativ easy reinzukommen, aber 300 sind mir da zu wenig. Warum mache ich das mit dem vorher einen Bogey setzen? Falls sich das einer fragen sollte, kann ja sein. Ich setze vorher, um zu testen, ob irgendwelche Fallen kommen. Oder Tesla oder wie auch immer. Und wenn die nicht kommen, dann setze ich halt die Queen. Weil es wäre halt einfach schade, ich hau die Queen raus und nur weil einer da schön Tesla am Start hat, verballer ich meine Queen. Da will ich einfach nochmal kurz zum Testen rausgucken. Ein Barbar würde ich dafür nicht unbedingt nehmen, weil der direkt zum Rathaus ranrennt. Wenn ein Bogey an der Seite droppst, könnte es sein, dass der keine Falle auslöst und die Bogey Queen löst dann logischerweise auch keine Falle aus, weil die ja noch eine größere Range hat. Der ist nice. Der ist Fu King nice. Wo ist sein Town Hall? Da.
So, jetzt muss ich aber echt überlegen. Normalerweise würde ich nie hier reingehen, aber ich überlege jetzt echt schon hier reinzugehen. Oder von hier? Ne, ich gehe von hier. Ich gehe von hier. Und zwar da und da. Und dann kann ich hier erstmal zwei. Und den dritten. Und dann sollten die Riesen sich da aufhalten. Ah, ein bisschen zu früh gesetzt. Aber mal schauen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt wollen wir da auf jeden Fall rein. Ganz. Ah, schade, die Mauerbrecher. Richtig übel in die Sprungfallen getappt. Aber wir haben schon ein bisschen was frei hier. So, jetzt noch die Queen. Hat die nicht gerade das Ziel anvisiert? Na, ich hoffe, die werden noch geheilt. Wenn sie jetzt nicht mehr geheilt werden, dann ist es halt Pech. Doch, die halten Stand. Sie halten Stand. Komm, Queen, jetzt tu doch auch noch mal was dafür und geh rein. Ich weiß, das wird. Nee, ich komme nicht mit Kobis gegen eine 10er Mauer an. Das läuft nicht. Das geht definitiv nicht. Ey, doch, krass! Die haben es echt geschafft. Ey, die 10er Mauer wurde von Kobis und Riesen geknackt. Richtig krass. Richtig krass. Alter, was erlebt? Ganz ehrlich, Hut ab, würde ich sagen. Hut ab für die Kobis. Alter, da haben die Mauer geknackt. Hier und jetzt ist natürlich hier klar. Der gibt mir natürlich was. Bloß warum? Ich meine, das Alex, das kann ich ja mitnehmen. Jetzt gucke ich mal. Der Minenwerfer geht down. Jetzt müsste der. Schade, nee. Dann. Ah, schade, die ist weg. Ah, ärgerlich. Läuft. Auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. 2,5K. Dunkles. So muss es laufen. Auf jeden Fall. Damit möchte ich das Video auch schon wieder beenden, aber wir sehen ja den Rest später. Reingehauen, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.